Hallo Leute, hier ist wieder die Instant Tom für euch und es gibt ein weiteres Gameplay und heute habe ich euch mitgebracht ein Team Deathmatch auf der Karte Favela. Und zu diesem Team Deathmatch gibt es zu sagen, dass es gar nicht mal so gut ist vom Score her. Aber das werde ich später nochmal erklären, denn mit der Spielweise, die ich in diesem Gameplay anwende, kann der Score auch gar nicht so gut werden. Weil die Killstreaks sind jetzt auch nicht so over und ja, da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Auf jeden Fall, ja, ich bin heute auf dem Channel vom Max FPS und da will ich mich natürlich erstmal richtig fett bei ihm bedanken. Also jetzt nochmal ein richtig großes Dankeschön, dass ich bei dir posten darf und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, hä? Was machst denn du auf dem Kanal von Max FPS? Ganz einfache Sache. Das Gameplay, was ihr hier seht, war eigentlich mal für German Taters gedacht. Sprich, ich hatte das schon mal fertig kommentiert, fertig gerendert. Bloß, ja, bei den German Taters gab es dann so leichte Komplikationen. Im Endeffekt wurde es dann da doch nicht hochgeladen. Und dann hat der Max sich so gedacht, komm, du darfst es bei mir hochladen. Und deswegen ein richtig großes Dankeschön an dich, Max, dass ich das hier hochladen darf, denn... Oh, das ist einfach so geil. Ich meine, so eine Chance hat man einmal in seinem Leben bei so einem riesen Kommentator zu posten und richtig großes, fettes Dankeschön an dich. Ja gut, aber kommen wir erstmal hier zum Gameplay. Und zwar, ihr habt es ja schon gesehen, meine Spielweise besteht nur aus No-Scopes aus meiner Brett Kaliber 50. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, what the fuck, warum bringt der so ein komisches Gameplay hier auf dem Kanal von Max? Ganz einfache Sache. Ich wollte mit diesem Gameplay mal so ein kleines Experiment anstellen, also ich will das immer noch. Und zwar will ich einfach mal testen, wie ihr, also die Community da draußen, auf solch ein verrücktes, aber auch schlechtes Gameplay reagiert. Und ja, anhand der Bewertung und anhand der Kommentare will ich dann einfach mal auslesen, wie das so bei euch ankommt, ob das gut ankommt, wenn es jetzt mal so verrücktere, komischere, abwechslungsreichere Gameplays geben würde. Und also auf jeden Fall eine Bewertung unten da lassen und vielleicht ein nettes Kommentar oder ein Kommentar mit konstruktiver Kritik, denn ich will wirklich aus euren Kommentaren und euren Bewertungen lernen. Also die Bewertungen sind heute so wichtig wie noch nie. Und ja, falls ihr euch fragt, wie man überhaupt auf die Idee kommt, ein Only-No-Scope-Gameplay zu erspielen, es gibt einen amerikanischen Kommentator, der heißt Wickstar123 und ja, von dem hatte ich mir das so ein bisschen abgeguckt, denn der hatte als Abo-Special mal ein Only-No-Scope-Match gemacht und zwar hat er da sein ganzes Team mit der Klasse bestückt, die ich hier gleich noch erläutern werde. Und die haben dann halt alle genoscoped und das war eigentlich relativ nett anzusehen und dachte ich mir so, komm, machst das mal in der deutschen Szene und deswegen seht ihr das jetzt hier. Und ja, ich hatte meine Klasse angesprochen, die werde ich jetzt auch gleich mal erläutern und zwar habt ihr ja schon gesehen, ich habe dabei meine Barrett Kaliber 50 ohne einen Aufsatz. Normalerweise wollte ich mitnehmen die erweiterten Magazine, aber die erweiterten Magazine hatte ich leider noch nicht und die sind ja auch so schwer zu kriegen im Modern Warfare 2. Ich meine, jetzt mal Hand aufs Herz. 75 Kills, dass man das Vollmantelgeschoss hat. Und mit dem Vollmantelgeschoss dann noch 40 Abschüsse mit Patronendurchdringung. Sprich, durch irgendeine Wand, durch irgendein Blech, durch irgendeinen Holzzaun oder sowas. Und ich meine, das ist verdammt schwer. Wenn man jetzt mal Black Ops anschaut, da kauft ihr euch eine Waffe für 2000 COD-Dollar und dann kauft ihr euch die Magazinerweiterung für 1000 COD-Dollar. Ja, da ist die Sache gegessen. Aber wenn man das mit Modern Warfare 2 vergleicht, ey, das sind Unterschiede wie Tag und Nacht, aber das soll jetzt auch nicht das Thema sein. Ich meine nur, in Modern Warfare 2 ist es so verdammt schwer, die erweiterten Magazine zu kriegen und deswegen habe ich sie auch nicht. Sekundär habe ich dabei meine 44er Magnum, ich glaube mit dem Vollmantelgeschoss, mit der werde ich natürlich niemanden töten, denn ich versuche natürlich nur zu no-scopen mit meiner Waffe. Achso, ich töte auch einen mit meinem Wurfmesser, was ich außerdem dabei habe, sprich es ist nicht total only no-scope, aber ich denke da kann man drüber wegsehen, dass ich mal das Wurfmesser verwendet habe, das hat mir nämlich in dieser Situation verdammt das Leben gerettet. Außerdem habe ich dabei die beiden Handgranaten, auch ziemlich wichtig, um die Gegner einfach zu verlangsamen, um sie dann besser ausschalten zu können. Und dann habe ich noch dabei Plünderer pro Feuerkraft pro und ruhige Hand und die Perks sind eigentlich ziemlich selbsterklärend, wenn man ein bisschen Ahnung von dem Spiel hat. Und zwar Plünderer pro, ganz einfach, ich brauche verdammt viel Munition für ein Only-No-Scope-Match, denn da gehen verdammt viele Schüsse daneben. Dann Feuerkraft Pro, ganz einfach, dass der Schaden der Sniper Rifle mit 1,4 multipliziert wird und ich einfach eine höhere Chance auf One-Hit-Kills habe. Und dann habe ich noch ruhige Hand dabei, denn es ist ja ein Only-No-Scope-Match und da braucht man natürlich eine höhere Präzision aus der Hüfte und deswegen ruhige Hand, auch alles ziemlich selbsterklärend. Ja, so viel dazu.
Viel mehr gibt es zur Klasse eigentlich nicht zu sagen, außer dass es wirklich sehr lustig ist, wenn man zu sechst in der Party dieses Only No Scope Match bestreitet. Denn wenn ihr dieses Match gewinnt, es fühlt sich einfach so gut an. Ihr wisst, ihr habt sechs Gegner, die mit normalen Waffen und normalen Killstreaks spielen, einfach gepwned. Und ja, es fühlt sich einfach nur gut an. Und ich habe eben noch Killstreaks angesprochen. Und zwar habe ich als Killstreaks dabei auf der 3 die Drohne, auf der 4 die Konterdrohne und auf der 6 den Präzisionsluftschlag. Und ich habe mir so halt die Killstreaks rausgesucht, die keine bis wenig Kills machen. Ich mache auch mit meinen Killstreaks gar keinen Kill. Also alle Kills sind mit meiner Waffe gemacht. Und ja, viel mehr gibt es zur Klasse auch nicht zu sagen. Was ich auf jeden Fall noch in diesem Video unterbringen will, ist eine kleine Videoaufgabe für euch. Ja, jetzt kommt der interessante Teil für euch Abonnenten, für die, die sich das Video bis hierhin angeschaut haben. Und zwar, ganz einfache Sache. Ihr schnappt euch ein Sechser-Team, bestreitet ein Only-No-Scope-Match mit genau der gleichen Klasse und genau den gleichen Killstreaks, nehmt das irgendwie auf, mir ist das Aufnahmegerät sowas von egal. Ihr könnt mit einer Dazzle aufnehmen, ihr könnt von mir aus mit einer HDPVR aufnehmen, mit einer Blackmagic, mit einem Logilink USB-Video-Audio-Grabber, nee, wie heißt das Ding? Ich weiß es gerade gar nicht. Also ihr könnt aufnehmen mit was ihr wollt, Handykamera, da muss ich nochmal gucken, je nachdem wie gut man es erkennen kann. Und auf jeden Fall, wenn ihr euer Gameplay gefilmt habt, ladet ihr es bei Mega Upload oder Rapid Share, was ihr auch immer wollt, ladet ihr es auf jeden Fall hoch und dann geht ihr auf meinen Kanal, schickt mir eine persönliche Nachricht, schreibt in dem Betreff euren Score in dem Only No Scope Match und das Gameplay mit dem für mich besten Score wird dann bei mir auf dem Channel gepostet und ich kommentiere dieses Gameplay. Und ich denke mal, das ist eine coole Möglichkeit, um eurem Channel so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und ja, sonst habt ihr Abonnenten ja leider immer nicht viel mehr zu tun, als den Daumen hoch zu drücken und einen Kommentar zu schreiben. Und ich dachte mir, ja, da habt ihr mal eine kleine Aufgabe, seid ein bisschen beschäftigt. Und ja, ich hoffe, da machen einige mit. Und für die, die einfach nur so auf meinen Kanal gehen und mich vielleicht abonnieren wollen, nur noch so ein kleiner Hinweis. Abonniert mich wirklich nur, wenn ihr mal 1-2 Videos auf meinem Kanal geguckt habt. Denn, ja, ich will jetzt nicht, dass total viele Abonnenten von Max auf meinem Channel rübergehen und dass ich dann total viele inaktive Abonnenten habe. Das, also, davon kann ich mir echt nichts kaufen. Ja, so viel dazu. Also, ihr könnt mal auf meinem Channel vorbeischauen, wenn ihr wollt. Und auf jeden Fall nochmal ein richtig großes Dankeschön an Max. Wie gesagt, bewertet das Video und schreibt einen kleinen Kommentar. Ist wirklich ziemlich wichtig bei diesem Video. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein.